So, Freunde, und da sind wir wieder. Danke auf jeden Fall an den guten Danny fürs Auslosen. Es sind auf jeden Fall 4 richtig, richtig sicke Gruppen am Start. Also vor allem in Gruppe A ist, glaube ich, richtig was los. Viel FIFA, Paint und Tabak, eine richtige Mördergruppe. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zum ersten Spiel der Gruppenphase. Gegen Tabak heute, aka Kyle Walker. Ein absolutes Horror-Match. Wir haben die absolute Horrorgruppe erwischt. Mit viel FIFA und Tabak. Mit die schlimmste Gruppe, die geht, glaube ich. Natürlich, wenn jetzt Simon oder so noch in der Gruppe drin wäre, wäre es genauso schlimm. Aber ich glaube, das ist schon somit das Schlimmste, was überhaupt geht. Ja, es werden sehr, sehr geile Spiele. Und ihr seht schon im Hintergrund das Team. Durch euch, durch die beste Community, habe ich Kante Totti im Team stehen. Ja, da geht ein riesen Dank draus. Wir hatten auf, ich glaube, jeder Vierte, der ungefähr die Videos gesehen hat, hat ein Like dagelassen. Das heißt, wir hatten das beste Like-View-Verhältnis von allen Teilnehmern und das als Neuankömmling in diesem Turnier seit einem halben Jahr FIFA-Content auf dem Kanal einfach ganz wild. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, und ihr seht, das Team sieht nochmal umso krasser aus, weil jetzt einfach der Kanté in der Mitte steht, der Kanté Totti. Nochmal das Rating ein bisschen hochgepusht. Ganz wildes Team. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß aber, dass Tabak auch ein mega gutes Team hat. Ich möchte das jetzt hier nochmal nutzen, um wirklich zu sagen, danke, 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 wirklich. Geisteskrank hätte ich wirklich nicht mit gerechnet und ich bin so mega stolz auf euch. Ich hoffe, man erkennt, wie happy ich bin. Ich denke, Tabak kennt ihr. Tabak, sehr, sehr guter Spieler. Holt, glaube ich, auch immer Elite. Oder so gut wie immer Elite in der Weekend League. Also, ja, das wird ein richtiges Schwitzerspiel. Die beiden Spiele. Wir werden jetzt erst das erste bei mir spielen. Und auf Tabaks Kanal werdet ihr das Rückspiel finden. Das ist ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ich blende euch hier jetzt auch nochmal kurz Tabaks Insta-Story ein. Jetzt geht's los. Erstes Spiel. Schau, was ich mir bestellt habe. Video an. Damit ich nicht höre, wenn meine Mama, mein Papa, mein Opa, egal wer, mein Bruder, irgendwelche Geräusche machen. Pain, jetzt wird geschwitzt. Dieser Schwitzer hat sich sogar extra Ohrstöpsel gekauft für unser Duell, damit er bloß nicht abgelenkt wird. Sowas habe ich leider nicht. Aber gut, er ist einfach besser vorbereitet. Ich werde jetzt hier noch die Bank eben umstellen. Beziehungsweise habe ich schon zum Teil. Weil wir dürfen ja eh nicht wechseln. Es wird nur 90 Minuten gespielt. Es kann ja auch unentschieden ausgehen. Ist ja noch die Gruppenphase. Ja, und dann würde ich sagen, werde ich jetzt den Tabak mal einladen. Und dann geht's ins erste Spiel, Leute. Ich bin richtig aufgeregt, bin ich ehrlich. Verdammt nervös. Drückt mir die Daumen auf ein gutes Spiel. Tabak und ich haben auch schon geschrieben, wir hoffen beide, dass die Connection einfach gut ist. Und dann werden wir schauen. Ich weiß nicht, inwiefern Tabak sich aufgewärmt hat. Also ich habe jetzt kein Spiel mehr gemacht. Ich komme gerade vom Essen. Wir hatten uns schon vor einer halben Stunde verabredet, aber ich habe noch gegessen. Deswegen, ich weiß nicht genau, inwiefern er aufgewärmt ist. Aber ich bin absolut null, habe noch nicht gespielt. Aber gut, ich will jetzt auch nicht schon vor dem Spiel Ausreden suchen. Und ab geht's. Jetzt schreibe ich ihm noch eben, dass der Invite da ist. Und jetzt heißt es warten auf den lieben Tabak. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt und auch noch nichts aufgenommen oder so. Ich habe ja sowieso bisher nur mit Keller mal ein Video zusammen aufgenommen. Ja, also Tabak und ich, das wird jetzt unser erstes Mal. Mal gucken, wer besser davon kommt. Okay, Tabak ist da. Ding sieht in Ordnung aus, nicht perfekt. Und wir werden jetzt reingehen. Jetzt spielt er für Trikots. Gelb, okay, dann spiele ich schwarz. Wir sehen das Gegnerteam von ihm ja nicht. Aber wir werden es ja in seiner Folge sehen. Okay, Leute, anstrengend. Geht hier um verdammt viel. Ihr habt mir jetzt schon das Community-Voting geholt. Jetzt möchte ich natürlich auch weiterkommen. Auch wenn wir die Horrorgruppe haben. Ich möchte natürlich trotzdem schaffen. Wir werden uns richtig anstrengen, werden uns richtig reinhängen. Nicht den Kopf hängen lassen. Und jetzt einfach Gas geben. Ich bin euch jetzt was schuldig dafür, dass ihr das Community-Voting geholt habt. Let's go. Hazard, let's go mit dem 1-0. Oh, er hat den Torwart gemoved. Oh, wichtiges Tor. Oh mein Gott, Leute, es ist so verschwitzt. Ich bin ganz ehrlich. Oh. Dembele dazwischen gegangen. Oh, dieser Pass, der Pass, geisteskrank. Geisteskrank und Mondi macht das Ding rein. Übrigens, ihr werdet es ja sehen, ich spiele jetzt eine andere Aufstellung als in meinen Teambuilding-Folgen. In den Teambuilding-Folgen habe ich immer 4-1-2-1-2 gespielt. Hier spiele ich jetzt 4-2-3-1. Meiner Meinung nach einfach die beste Aufstellung und ich habe im Teambuilding nur eine andere Aufstellung gespielt, weil ich finde, gegen schlechte Spieler, und wir waren ja in Division 7, also nicht die besten Gegner, ist 4-1-2-1-2 einfach besser. Oh. Kanté. Nein, das ist... Oh mein Gott, ich dachte, der wäre drin.
Oh, das wäre direkt das Tor gewesen von ihm. Nein, er wird geblockt. Oh mein Gott, schade. Wenn ihr da war frei vom Tor. Boah, war das stark gemacht. Kassieren wir noch das Gegentor in der Nachspielzeit. Schade, Mann. Aber verdammt gemacht von Tabak. Puh, nur noch ein Tor Vorsprung. Erste Chance gleich genutzt. Ja, also Chancenverwertung bei uns beiden bisher wirklich klasse. Wir sind uns natürlich auch beide so am Anstrengen. Zweite Halbzeit ist nochmal ein bisschen steigern vielleicht. Puh, ist das ein Schwitzerspiel. Tabak hat auf jeden Fall offensiver gestellt, das merkt man sofort. Deswegen waren da gerade riesen Lücken. Ah, fuck. Der war da nicht noch nicht gut. Nicht gut vorm Tor. Überhaupt nicht. Es ist getan. 3-1 gewinnen wir das erste Spiel. Tabak stand hinten echt gut. Das dritte Tor ist safe nur gefallen dadurch, dass er offensiver gestellt hat, ist ja klar. Ob er sich jetzt noch einen fängt oder ob er das unentschieden macht, dann nimmt er einen Punkt mit. Ja, komplettes Schwitzerspiel, bin ich ehrlich. Guckt euch das an. Ich hatte 3 Schüsse aufs Tor. Ein Defensivspektakel auf beiden Seiten. Sehr, sehr spannend gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Checkt jetzt das zweite Spiel ab. Die zweite Folge gibt es jetzt auf Tabaks Kanal. Der hat mir auch gerade schon geschrieben. GG schreibt er. Ich bin natürlich jetzt erstmal froh, dass wir den... Aber das Ding ist, ich habe so viel Respekt jetzt vor dem zweiten Spiel, weil das hätte auch genauso andersrum ausgehen können. Checkt jetzt Tabaks Folge ab, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke nochmal fürs Community-Vote in der Kante, war wichtig. 3-1 gehen wir ins erste Spiel. 3-1 starten wir in die Gruppenphase. 3 Punkte mitgenommen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Rückspiel ausgeht und wie es hinterher dann aussieht, vielleicht haben wir 6 Punkte, vielleicht 4, vielleicht bleiben wir auch bei 3, wenn Tabak jetzt den Sieg holt. Dann checkt jetzt den ersten Link in der Beschreibung ab. Da ist Tabaks Video. Und lasst ihm auch Liebe da. Verdammt guter FIFA-Spieler. Haut rein und Kuss. Let's go.